Hallo ihr Lieben, heute werde ich mein erstes Sauerteigbrot backen. Bin gespannt auf das Ergebnis. Wir bereiten das heute vor und machen das morgen fertig. Und wie ich das mache, seht ihr in meinem Video heute. Das ist Kochliebe XXL und das ist mein Kanal. Um so einen Sauerteig herzustellen, ist eigentlich keine große Arbeit. Es dauert halt nur ein bisschen Zeit. Weil ihr den Schritt jetzt dreimal wiederholen müsst. Und ich beginne jetzt erstmal mit 100 Gramm Weizenmehl. Weizenmischmehl. Das gebe ich jetzt in eine Schüssel. Hierzu kommen jetzt 100 Milliliter Wasser. Die wiege ich mir jetzt erstmal ab. Und gebe das zu unserem Mehl hinzu. Und das Ganze verrühren wir jetzt gut. Das gibt dann so eine kleine breiige Masse. Und das ist dann unser Anstellgut für unsere weiteren Brote. Ihr bekommt dann eine ganze Anzahl von Broten nachher raus aus dieser Masse. Ich habe das jetzt gut vermischt hier und werde mir das Ganze jetzt gleich abdecken. Zum Abdecken benutze ich jetzt so eine Folie, Frischhaltefolie. Das decken wir uns jetzt gut ab und stellen das Ganze an einen warmen Ort. Und morgen sehen wir uns weiter wieder und dann füllen wir das Ganze wieder ein bisschen auf. Ja, hallo ihr Lieben, ein neuer Tag ist angebrochen und wir fahren jetzt fort mit unserem Sauerteig. Ich zeige euch mal, wie er ausschaut bis jetzt. So ist er geworden bis jetzt und jetzt füttern wir den nach, indem wir wieder 100 Gramm von unserem Weizen Mischbrot hinzufügen. Ich lege das gerade mal ab. Und jetzt geben wir das hier hinzu. Verrühren das Ganze etwas. Und jetzt geben wir wieder unser Wasser hinzu. Wieder 100 Milliliter. Und wieder gut umrühren. Und so langsam wird das hier richtig voll hier. Wichtig ist, dass ihr das gut vermengt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man Geruchstest macht, das fängt schon ganz langsam an, so säuerlich zu riechen. So sollte das auch sein. Und so werde ich das jetzt stehen lassen, wieder abgedeckt, natürlich mit unserer Frischhaltefolie. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Und morgen wird dann die Menge verdoppelt von dem, was ich hier reinfülle. Und dann dauert es nochmal 24 Stunden und dann können wir anfangen, unser Brot zu backen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann und tschüss. So, liebe Freunde, jetzt sind wir wieder zurück. Und jetzt zeige ich euch, wie es aussieht nach dem zweiten Tag. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist unser Anstellgut ein bisschen umfüllen, weil es schon relativ voll geworden ist. Und schaut selbst, wie es ausschaut. Ich mache mal die Folie hiervon ab. Und so schön voll ist das geworden hier. Wie ihr seht,
Jetzt muss es halt umgefüllt werden, weil da ist kein Platz mehr für unsere letzte Ladung. Und ich gieße das jetzt in eine größere Form hier rein. Das ist schon schön klipprig, das ist schon richtig gut. Schön alles mit rausholen. Und vor allem, das riecht schon richtig schön säuerlich. Also, da macht sich schon die 30 Grad Außentemperatur hier bezahlt. Was wir jetzt machen, ich hoffe, ihr könnt mich ganz gut sehen. Ich rück mal ein Stückchen nach hinten. Wir geben jetzt 200 Milliliter Wasser hinein. Wir rühren das erstmal ein bisschen. Auch wenn ihr das jetzt nicht sehen könnt, ihr kennt das ja schon. Und zu diesen 200 Millilitern kommen jetzt an unserem letzten Tag nochmal 200 Gramm von unserem Weizenmischmehl hinein. So, gut abgewogen. Sind wohl Platzwände hier. Okay, das gießen wir jetzt hier auch hinein. Und rühren das Ganze wieder um. Dann decken wir es wieder ab und lassen es jetzt noch eine Nacht stehen. Und dann beginnen wir morgen mit unserem eigentlichen Brot zu backen. Wer es noch nicht gemacht hat, darf gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich freuen, wer das macht. Eigentlich jeden Mittwoch neue Videos von mir. Wenn ihr irgendwelche Rezeptvorschläge habt, dürft ihr die natürlich auch gerne mir äußern, wenn es mir möglich ist. Gebe ich euch Rezepte, die ihr vielleicht euch wünscht, wo ihr nicht wisst, wie ihr sie machen sollt. Ansonsten immer Daumen hoch bei meinen Videos und einen lieben Kommentar, da freue ich mich natürlich auch immer drüber, wie jeder von uns. So, ich lasse das jetzt mal so, wie es ist. Ich decke mir das jetzt noch zu mit einer Folie, wie gestern auch. Ich stelle das nochmal an einen warmen Ort und morgen sehen wir uns wieder und dann schauen wir, wie es ausschaut.